Nach 271 Tagen kehren wir wieder zurück ins Wohnzimmer, ins heimische Gazi-Stadion auf der Waldau. Keine Lieder, kein B-Block, aber die Haupttribüne ist gut gefüllt. Und mit großer Vorfreude gehen wir heute hinein ins Spiel gegen den Ligakonkurrenten im WV-Pokal. Zweite Runde gegen den ersten Göppinger Sportverein. Jetzt lang durch, in der Mitte ist Lisoka, da ist Sanchez und da! Erste Riesenmöglichkeit. Das war ein genialer Ball von Landwehr auf Blankmann. Da kommt das nochmal, der Ball von Landwehr, genial in den Lauf. Blankmann dann in den Rücken der Abwehr und dann kommt der gute Krille Sanchez über Umwegen an den Ball und mit links knapp übers Tor. 11. Minute, größte, beste Möglichkeit des Spiels bisher durchgeblauen. Weiterhin 0:0. Während ja angreifen auch die Göppinger jetzt über die rechte Seite. Gutes erstes Dribbling, zieht nochmal in die Mitte. Der typische Robben-Move, aber der Abschluss nicht ganz Robben-like. Und erste, wenn man so will, Parade von Thomas Brommer, der heute den Vorzug bekommen hat. Nächster Freistoß für die Stuttgarter Kickers. Ball kommt auf den zweiten Pfosten, Kopfballverlängerung, aber dann, ja, der Ball tropft dann hinter dem Tor, dann hinter der Linie dann auf und dann keine Gefahr für das Tor vom Ersatztorwart gehüteten Marcel Schleicher. Jetzt aber schön durchgeschickt auf Blank, vielleicht ist die nächste Möglichkeit Kammerbauer und jetzt nächste Möglichkeit. Nächster Eckball, sechster Eckball. Schöner Abschluss von Sanchez, der nicht lang fackelt, das gefällt uns. Schießt direkt aufs Tor, wird nochmal geblockt und die Kickers weiter im Vorwärtsgang. 4 gegen 4 Situation. Dickelhuber mit einem schönen Doppelpass auf die Nummer 25. Das ist Pavlos Osipidis, der in die Mitte auf Nummer 23 auf Dominik Brück. Ist einer raus. Aber der Ball ist dann doch deutlich drüber. Dritter Torschuss unserer Gäste von der Alp. Stark und gebremst jetzt vielleicht die Möglichkeit über Kammerbauer. Kammerbauer hat Platz, bringt es flach rein in die Mitte. Und dann passen die Kickers nicht auf. Ein gefährliches Spiel von Chile Sanchez. Also ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt, aber vielleicht täusche ich mich, ging ja auch schnell. Aber jetzt schöner vielleicht. Ball gewinnen. Und jetzt das! Und jetzt das! Und jetzt! Und jetzt das Tor! Ja, das Spiel Sanchez! Christian Sanchez! Einfach mal auf den Ball! Vor den leeren Fanblock läuft und frei nach den Sportfreunden Stiller! Ein typisches Sanchez-Tor. Wunderbar. Jetzt vielleicht noch mal die Möglichkeit. Da ist die Möglichkeit. Ach, jetzt für Landwehr. Landwehr. Da ist Sanchez. Sanchez. Da! In der Nachspielzeit erst Halbzeit. Doppelschlag durch Sanchez. Tor Nummer 2. Landwehr schaltet noch an. Schleicher. 2:0. Pause. Wunderbar. Also. Gutes Pressing der Kickers jetzt wieder. Allerdings ja, kein Foulspiel und kein Handspiel in der Mitte. Lauert Sanchez und dann ist es aber. Kein Abseits, legt nochmal ab. Kammerbauer, Kammerbauer! Ganz ehrlich, ich habe einen Kick im Abseits gesehen, aber das vielleicht täusche ich mich auch. Kolbe, der auf unseren Kapitän plant. Kein Abseits, der kommt aus der eigenen Hälfte. Das ist Sanchez in der Mitte. Ist Landwehr, 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 Landwehr. Kann nochmal zurückspielen. Und dann ist es. Ja, der hat jetzt viel Platz, könnte durch die Mitte spielen. Ja, der Sanchez, genau. Sanchez könnte es möglicherweise alleine machen. Sanchez, Sanchez, Sanchez! Da ist es! Da ist es! Da ist es! Da ist es! 2:0. 53. Minute. Wunderbar gespielt von Dobros auf und von David Reif. Und er macht das 4:0 in der 78. Minute. Es gab ja auch keine Trinkpause und wenig Anlass, hier nachspielen zu lassen. Genau so ist es. Ja! Während wir auf die Anzeigetafel schauen, da steht unter dem Wappen der Stuttgarter Kickers eine 4 und unter dem Emblem des Göppinger Sportvereins eine 0. Ja, und so muss es sein. Also alles richtig gemacht heute wieder vom Trainerteam, von der Mannschaft.